mache mir immer Gedanken. Die ganze Zeit. La 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 la. Mein ganzes Let's Play. Ich denke die ganze Zeit nur nach. Ich denke die ganze Zeit nur laut nach. Das ist das Schlimme. Ja. Und das ist nicht gut. Nein. Das ist wirklich nicht gut. So. Gut. Da 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 da. Manche Leute wären, glaube ich, ziemlich... enttäuscht, wenn sie das sehen, wie ich hier drauf bin. Na, was heißt enttäuscht? Nein. Aber gut, okay, weiß ich nicht. Es war ja auch mal eine interessante Frage, die mir gestellt wurde. Ob irgendwie meine Familie, Freunde, also irgendwie... Wofür ist das hier? Ist das hier ein Balkon? Von dem aus ich genau was machen kann? Prinzipiell absolut gar nichts? Ich verstehe gerade den Sinn und Zweck von dem hier nicht, aber gut. Ja, jetzt konnte ich mir das wenigstens mal angucken, aber ich wusste doch, worauf das Ganze jetzt wieder hinauslaufen wird, nämlich auf weiche den Felsbrocken aus. Ja, war mal eine ganz interessante Frage, die mir gestellt wurde, so von wegen, ob meine Familie, Freunde und so weiter und so fort, ob die überhaupt was davon wissen, so, dass ich ein berühmter Let's Player bin. Ach so, dort links. Ein total berühmter Let's Player, oh ja. Und, ach du Scheiße. Das waren jetzt dann doch ein paar Felsen zu viel auf einmal. Dann könnte ich mir nämlich erstmal... Ach so. Das macht Sinn. Dann kann ich mir nämlich erstmal die coolen, so gesehen, freimachen. Mit Bomben. Und dann habe ich auch tatsächlich Platz, um auszuweichen. Ja, das ist ein schlauer Plan, Hering. Mein Gott. So, ja, war wirklich eine interessante Frage. Muss ich an der Stelle aber tatsächlich sagen. Also... Aus meinem näheren Umfeld weiß es tatsächlich eigentlich nur... Lasst mich nicht lügen. Nee, nicht eine Person. Mehr Personen. Ich muss die Bombe irgendwie... Nee, was muss ich denn mit der Bombe? Die Bombe müsste eigentlich jetzt schon losgehen. Weil ansonsten macht das doch keinen Sinn. Oder kann ich... Nee, das passt doch nicht, oder? Dass die ja liegen bleibt? Die bleibt doch nicht da liegen. Okay, verstehe ich nicht. Moment. Nein. Zack. Boing, boing, boing. Und jetzt Cola, 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 Cola und... Nee. Hä? Okay. Jetzt finde ich das seltsam. Weil wie soll ich... Hä? Moment. Ich bin ja jetzt nicht bescheuert. Doch, Hering, du bist bescheuert. Lalalala. Wie kann ich denn... Na gut. Okay, wir können so machen. Genau. Dann ist die Bombe aktiviert. Und dann machen wir so. Und dann... Aha. Bringt es tatsächlich was. Aber war das jetzt so gedacht? Oder habe ich mir das jetzt so... Habe ich das jetzt improvisiert? Ich weiß es nicht. Schreibt mir mal, wie ihr diese Stelle gelöst habt. Gut. Nee, also von meinen Freunden, keine Ahnung, wissen es ein paar, von meinen Bekannten, ja so. Arbeitsumfeld gar nicht und, also jedenfalls nicht, dass ich wüsste, ich wurde noch nie drauf angesprochen oder so. Auch wenn es wahrscheinlich auch relativ einfach wäre tatsächlich, ja ist relativ einfach. Auch wenn man meinen richtigen Namen kennt, dann einfach nach mir googeln und früher oder später trifft man dann auch auf den Namen Heringway. Von daher könnte man wohl drauf kommen, dass ich diese komischen Videos hier auf YouTube mache. Aber wie gesagt, auf Arbeit wurde ich jetzt noch nicht drauf angesprochen. Und meine Familie weiß es gar nicht. Nö. Weil, hatte jetzt auch noch nicht so sonderlich das Verlangen tatsächlich, meine Familienangehörige diesbezüglich einzuweihen. Ich meine, warum auch? Das ist mein Hobby so ungefähr. Und im Endeffekt glaube ich nicht, dass es irgendjemanden interessieren würde so großartig. Deswegen... kann ich mir das an der Stelle eigentlich auch schenken. Und ja, mein Gott, es ist halt so, ne? Ich glaube aber, das handhaben die meisten Let's Player so ungefähr so. Also, dass sie jetzt auch nicht unbedingt jedem das auf die Nase binden. Oh, übrigens, ich bin ein total berühmter Let's Player und ich bekomme unheimlich viel Fanpost von unheimlich viel... Das ging jetzt irgendwie zu einfach. Wo ist jetzt hier der Haken? Weil das war jetzt einfach nur hier hochlaufen und dann habe ich den Masterschlüssel. Okay, den Drachenschlüssel von mir aus. Dieser in sich verschlungene Drache wurde aus strahlendem Gold gefertigt. Sieht irgendwie lustig aus. Cool. So. Nichtsdestotrotz. Irgendwas. Ist der Endgegner hier vielleicht ein Drache und nicht Kirahim? Das kann ja auch sein. Gut, wir rennen jetzt jedenfalls hier runter. Oh,
Ja, nee, ist klar. Ja, Indiana Jones. Nein, Hilfe, 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 Hilfe. Dankeschön. Okay, ich habe mich schon gefragt, kurzzeitig, was jetzt gleich passieren wird. Aber gut, das macht auf eine gewisse Art und Weise Sinn. Ja, mein, schöne Einlage. Ja, war ganz toll. So, wir speichern jetzt an der Stelle einfach mal. Speichern! Ich weiß ja nicht, bei dem Game Over, keine Ahnung. Na gut, es wurde, also mein Spielfortschritt wurde schon gespeichert. Ich wurde halt nur an Anfang des Tempels zurückgesetzt, aber ansonsten Hängebrücke und sowas, das war ja alles, und auch die Inhalte der Schatztruhen und so, das war ja alles noch, das blieb mir ja alles noch erhalten, aber trotzdem. Hatte das jetzt noch irgendwas zu sagen? Der Drache lebt. Der Drache hat Hunger. Der Drache hat Bock auf mich. Untersuchen. Oh, oh. Achso, greifen? Ja, greifen und irgendwie... ja, nee, so ist, glaube ich, ganz gut, aber... Halt. Ja. Nee, Quatsch. Irgendwie so... okay, räumliches Vorstellungsvermögen. Nicht gut. Hering? Moment. Du musst doch einfach nur... Achso. Hä? Okay. Boah, das sah für mich überhaupt nicht passig aus, aber ist okay. Gut. Drin ist drin. Ich will mich nicht beklagen. Okay, alles klar. Wir machen die Tür auf. Jo, ganz interessant und so. Ah, wie lange habe ich jetzt für den Tempel gebraucht? Naja, 50 Minuten. Also eigentlich ging ja noch. Die Tempel in Skyward Sword sind... Also sie sind schön, aber vielleicht tatsächlich ein bisschen klein. Vielleicht wird's ja noch. Na gut, mal gucken. Dup, 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 dup. Für den Moment nehmen wir das jetzt erstmal so hin und treten diese steile Treppe empor und freuen uns über ganz viele Herzchen und Bomben, wollte ich sagen. Oder vielleicht auch nicht. Da ist der Felsbrocken. Was macht der Felsbrocken noch hier? Okay, wir verstauen jetzt erstmal Bomben. Bomben, Bomben, Bomben. Kann ja sein, dass man sie nochmal gebrauchen kann. So, was ist das hier? Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Ich spüre Zeldas Aura in der Nähe. Cool. Besonders von dieser Kette gehen starke Schwingungen aus. Die Wahrscheinlichkeit, dass Zelda mit ihr gefesselt wurde, liegt bei 95%. Fesselspiele, juhu. Hus. Ich vermute, dass Zelda irgendwie entkommen konnte. Ich rate zur Eile. Ja. Sie hat einfach mal diese massive Eisenkette durchgebissen oder so. Ich kann es mir so richtig lebhaft vorstellen. Aber gut, okay. Zelda Schatzi, ich komme. Wo ist mein Zelda Schatzi? Ja, wo ist denn mein Zelda Schatzi? Ja, wo ist sie denn nur? Laufen, 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 laufen. Was? Oh, hi. So trifft man sich wieder. Wie war seine Stimme nochmal? Ich weiß nicht. Oh, nein, wie unhöflich. Ich habe deinen Namen vergessen. Ich kann ja auch nicht sprechen, also habe ich ihn dir wahrscheinlich auch nicht genannt. Aber gut, na, ist auch unwichtig. Hör mir nur kurz zu, ja? Da sagen mir meine unfähigen Handlanger, dass sie die heilige Maid gefangen haben. Ich eile herbei und was muss ich sehen? Diese lästige Marionette der Göttin kommt mir zuvor. Diese... Sie hat... Dieses Schoßhündchen der Göttin, sie hat sie einfach mitgenommen. Dabei brauche ich sie doch, um meinen König zu befreien. Lass mich raten, dein König heißt Ganondorf? Nur so eine Vermutung. Ich entschuldige mich. Aber jetzt verstehst du sicher, warum ich etwas ungehalten bin. Ach, was soll die Zurückhaltung? Ich habe es nicht eilig. Es ist genug Zeit. So spüre die Flammen meines Zorns. Wir dürfen jetzt echt nochmal gegen ihn antreten? Oder wie jetzt? Oder wir dürfen erstmal schreiend weglaufen. Aha. Nebel lichtet sich oder so oder nicht? Oder bitte, was? Es hat mehr als vier Beine, also ist scheiße. Glühender Höllenfels, Beradama. Was zum Teufel? Okay, ich will nicht, 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 ich will nicht. Ah, cool. Ah, du kannst auch nicht hoch. Ne, 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 du bist zu doof. Ne, 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 ne. Ich roll dir einfach mal was entgegen.
Ich roll dir mal was entgegen, wollte ich sagen. Oh, oder ich mach so. Ja. Und dann? Muss ich auf dich draufhauen oder so? Oder reicht es, wenn ich... Ich weiß nicht genau. Zack, zack, zack. Ich habe jetzt mal was runtergerollt. In der Hoffnung, dass es... Okay. Nee, also mit Bombentreffen ist immer schon mal spitze. Aber... Brumm. Na, wieder runterkullern. Ja. Ausweichen, ausweichen. Halt, Moment. Boing. Und wieder runter. Dup, 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 dup. Und dann gleich mal Bombe hinterher. In der Hoffnung, dass es irgendwas bringt. Ich weiß nicht genau. Vielleicht reichen normale Bombentreffer auch aus. Doch, jetzt hat er die Bombe verschluckt, glaube ich. Cool. Coole Sache, coole Sache, coole Sache. Könnte ich ihn jetzt angreifen? Vielleicht. Doch, das sieht fast so aus. Ich weiß nicht genau, ob es so schlau ist. Tatsächlich. Da ist ein Auge. Das braucht die ganze Zeit. So, Moment. Ich weiß nicht, ob es so schlau ist, näher an ihn ranzugehen oder nicht. Seine Panzerung geht auf. Doch, Moment. Zack, 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 zack. So, und jetzt hier. Zack, zack, zack. Und zack, und zack, und zack. Und ja. Und dann hochlaufen, 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 hochlaufen. Nein, 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 nein. Kriegst mich nicht, kriegst mich nicht. Nein, 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 nein. Halt. Moment. Das ist jetzt... Das war jetzt so nicht geplant. Nein, nein, nein. Überhaupt nicht. So, Link, guck nicht Bombe nicht an, sondern mach etwas. Dankeschön. Link, hallo. Du kannst, vielleicht können wir auch weiter hochlaufen. Gibt's hier noch mehr Bomben? Tatsächlich, hier sind noch mehr Bomben. Ach so, Moment. Hier oben kann ich mich auch immer wieder auffrischen. Ach Gott, ist das billig. Na gut, okay. So, links. Ach du Scheiße. So. Ja, was ist mit dir? Achso, jetzt hast du nur angetäuscht oder was? Aha, interessante Taktik. Ja, du bist total cool und so. So, boom. Was? Warum? Warum hat mein Treffer jetzt irgendwie nichts bewirkt, aber der zweite Treffer dafür? Ich weiß es nicht. So, jetzt habe ich die Bombe mal runtergejagt und... Ja, jetzt wird noch mehr von dir. Na komm, deutlich. Halt! Ey! Nicht schummeln! Was ist denn das? Ach du Scheiße. Ja. Weglaufen, 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 weglaufen. Ich finde den Kampf irgendwie cool. Es hat es sehr... Ja, ja, ist abwechslungsreich jetzt vielleicht auch das falsche Wort. Aber irgendwie... Er macht schon Spaß. Dieses hoch und zurück und irgendwie so und irgendwie so und irgendwie Bomben. Und irgendwie Bomben. Und irgendwie Bomben, ja. Und irgendwie, irgendwo, irgendwann ein paar Bomben. So. Cola, 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 Cola. Nein. Doch. Ja, Cola, Cola, Cola erwischt, aber... Nee, kein Bock, so weit runter zu gehen. Nee, nee, den Weg kannst du mal schön alleine laufen. Ganz ehrlich. So. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Nö, ich finde wirklich extrem hübsch inszeniert. Gefällt mir jetzt auch schon mal besser als der erste Dungeon-Kampf. Also, ja. Oder, naja, also der Kampf gegen Girahim war jetzt auch nett, ne? Aber ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, wow, ist das ein unglaublich toller Kampf. Macht ihm das Witz wirklich Schaden, wenn ich ihn so erwische? Oder macht es nicht eher nur Schaden, wenn er die Bomben auch wirklich verschluckt? Ich bin mir da so ein ganz klein bisschen unsicher. Vielleicht wäre es auch besser, wenn ich mit eigenen Bomben arbeiten würde. Dann müsste ich nicht die ganze Zeit... Ja, dann müsste ich nicht die ganze Zeit. Dann kann ich ihn mir einfach so machen und dann explodiert das so und dann wäre es ganz cool, wenn ich noch ein bisschen... Ja. Na gut, jetzt rennen wir wieder. Moment. Nein. Dankeschön. So, wir gehen mal wieder ein bisschen hoch und sammeln Herzchen ein. Ich meine, es ist wirklich ein unendlicher Fundus. Das ist ja der Wahnsinn. Gut, so... Ja, du bist wieder relativ weit oben. Das ist cool. Girahim kann ich leider nicht ernst nehmen. Das ist das Problem. Deswegen hat mir der Kampf wahrscheinlich nicht so gut gefallen. Aber gut, okay. Ist vielleicht auch Geschmackssache. Dafür waren seine Moves ja ganz cool. Also es hatte schon was relativ Episches. Was ist das jetzt hier? Was zum Teufel sollte das jetzt, mein Süßer? So, und jetzt bist du ganz unten, ne? Ja, jetzt freust du dich. Jetzt freust du dich umso mehr oder auch nicht. Du freust dich kein bisschen. Ha. Ja, was denn nun? Kommst du auch wieder hoch oder nicht? Soll ich ewig und drei Tage warten? Nee. So, halt. Nein. Oh, ja. Ewig und drei Tage warten. Boom. Und Treffer. Aber
Das Problem ist doch jetzt, kann ich dich irgendwie... Ja, nee. Schlechte Idee. Oh, ich habe so viele schlechte Ideen. Und es ist unfassbar. Wenn ich jetzt drauf gehe, dann lache ich. Oh, wenn ich jetzt drauf gehe, dann lache ich so sehr. Es ist der Wahnsinn. So. Nein. Meine Idee war jetzt mehr oder weniger, dass ich ihn hinten in den Abgrund stoßen muss. Aber ich glaube, nee. Dafür hat sich auch schon zu viel von seinem Körper einfach verändert. Also, ich glaube, verwerfen wir diesen Gedanken wieder komplett. Ah, zumindest kommt er hier nicht ganz hoch. Aber jetzt mal... Ja, wie treffe ich ihn jetzt? Zeige mir deine Schwäche. Ich muss ja irgendwie wieder an dein Auge rankommen, zwangsläufig, oder? Natürlich muss ich an dein Auge rankommen. Ja, komm. Halt! Ach, Mann, was ist denn? Ja. So, bumm. Aber... Die Sache ist doch... Ich meine, dort unten... Kann ich ihn doch nicht mehr am Auge treffen. Hä? Und er... Er will doch auch nicht mehr... Er will doch auch nicht mehr... Sachen schlucken. Bumm. Runter. Und irgendwie so hinterher und... Doch, jetzt schluckt er. Warum auch immer. Okay, er hat geschluckt. So, und jetzt... Komm her. Ja, nee. Nein. Och, Mann. Och, verarsch mich nicht. Zack. Nein. Ah, das wird die Chance gewesen. Die Chance. So, jetzt ist er zu schnell. Das heißt, wir machen wieder so. Und er trifft uns natürlich. Ja, nee. Ach, ich stand in Flammen. Ja, ich weiß. Oh Gott. Ja, total einfacher Kampf. Ey, wenn ich jetzt drauf gehe, ich krieg so die Krise. So, nein. Und zack. Oh, jetzt treffe ich mich auch noch selber, ey. Saugst du jetzt wieder oder saugst du nicht? Hallo. Oh, Link. Oh, du bist so ein Held. Oh. Irgendwie habe ich Angst. Irgendwie habe ich saumäßig Angst, dass ich das verkacke. Dass ich das so richtig verkacke. So, okay, jetzt habe ich 4 Bomben. So, jetzt kann ich schon mal anvisieren. Zielen.